Das alles steht heute unter dem Titel 200 Jahre Friedrich Engels. Und es ist eben so, dass wir am 28. November diesen Jahres den 200. Geburtstag von Friedrich Engels gefeiert hätten. Friedrich Engels, der Mitbegründer des Marxismus, wie er in der Einführung gerade schon gesagt wurde, der geniale Freund, der Weggefährte von Karl Marx, derjenige, dem wir vieles von dem zu verdanken haben, dass wir heute mit dem Marxismus verbinden, und das meine ich durchaus positiv, der wäre eben am 28. November diesen Jahres 200 Jahre alt geworden. Und wer heute an Marxismus denkt, das liegt ja logischerweise direkt schon am Namen, der wird natürlich zuallererst an Karl Marx denken. Friedrich Engels bekommt da bestenfalls so die nachgeordnete, die zweite Rolle eingeräumt. Aber Friedrich Engels war eben ganz entscheidend daran beteiligt, dass der Marxismus ab den frühen 1840er Jahren ausgearbeitet wurde, dass diese Ideen und Methoden, die der Marxismus sind, dass die entstanden sind. Und es ist fraglich, ob wir diesen Ideenkorpus sozusagen, ob wir den überhaupt hätten, wenn es Engels nicht gegeben hätte. Und die Rolle von Engels, die erschöpft sich auch nicht einfach nur darin, wie das ja manchmal so kolportiert wird. Ja, der hat eben dem Marx sozusagen immer das Geld gegeben, damit er über die Runden kommen konnte. Und dann hat der Marx da eben in London gesessen und über seinem Schreibtisch und hat da eben so den Marxismus erfunden praktisch, damit er eben sozusagen auch finanziell seine Ruhe hat. Nee, der Engels hat eben wichtige Teile des Marxismus überhaupt erst mit ausformuliert. Er hat mit Marx diskutiert. Vieles ist im lebendigen Austausch zwischen den beiden entstanden. Und deswegen ist Engels Rolle da schon ziemlich zentral. Und ich will jetzt versuchen, im Laufe dieses Vortrags, dass wir uns so ein bisschen am Leben von Engels entlang arbeiten, dass wir zu jeder Phase so die wichtigsten Dinge nennen. Aber das ist zumindest mein Anspruch. Das soll keine ganz trockene Biografie werden, weil die könntet ihr ja im Zweifelsfall auch einfach bei Wikipedia oder in irgendeinem Lexikon nachlesen. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern ich will es schon versuchen zu verbinden mit politischen Ereignissen aus der Zeit oder mit der politischen Bedeutung, die bestimmte Ereignisse haben. Ich will auch versuchen, Engels persönlich nahbar zu machen, also indem ich aus Texten zitiere und solche Dinge. Ob mir das gelingen wird, dass es nicht ganz so trocken wird, das wollen wir mal schauen, aber es ist zumindest der Versuch. Wir fangen aber mal, wie gesagt, ganz grundlegend an. Wie gesagt, 28. November wird er geboren, 1820. In Barmen im Wuppertal. Und ich sage schon im Wuppertal und nicht in Wuppertal, denn die Stadt Wuppertal in der Form, wie wir sie heute kennen, die gab es damals nicht. Wie bei vielen anderen Städten auch, ist die ja erst im 20. Jahrhundert, ich meine 1929, durch Eingemeindungen entstanden. Also da gibt es ja Barmen, Elberfeld, Vohwinkel und so weiter. Und daraus wurde dann eben die Stadt Wuppertal. Damals war das eben Barmen. Und in Barmen an der Wupper, da wurde Friedrich Engels geboren. Er hat insgesamt 8 Geschwister, er ist das älteste Kind. Und er wächst in einer sehr strenggläubigen Familie, auch in einer pietistischen Familie. Pietismus, das ist sozusagen so eine protestantische Erweckungsbewegung, eine streng religiöse Bewegung, die ist schon im 17. Jahrhundert entstanden. Und die stellt sozusagen vor allem so den einzelnen Gläubigen in den Fokus. Weniger kirchliche Rituale, weniger kirchliche Institutionen. Und die, könnte man sagen, trägt auch durchaus schon früh bürgerliche Züge. Und das passt sehr gut zu dem Hintergrund von Friedrich Engels, denn auch das weiß man, es gehört so zu dem Allgemeinwissen, sage ich mal, dass das Leute noch am ehesten über Engels wissen, er kommt ja aus einer bürgerlichen Familie. Also sein Vater, Friedrich Engels Senior, der ist Baumwollfabrikant, der betreibt eine Anzahl von Spinnereien in der Region. Und ab 1837 betreibt er auch mit einem Geschäftspartner, mit Peter Ermen aus Holland, eine Textilfabrik in Manchester in England. Und das ist auch das Jahr 1837, in dem der junge Friedrich Engels dann vom Gymnasium abgeht. Der geht in Elberfeld aufs Gymnasium, geht ein Jahr vor dem Abitur ab. Das heißt, er macht da nicht seinen Abschluss, sondern er verbringt dieses eine Jahr dann ab 1837 damit, im Geschäft von seinem Vater, im Handelsgeschäft zu arbeiten. Weil es ist ganz klar, als ältester Sohn, er hat eigentlich die Aufgabe, ihm nachzufolgen, dieses Unternehmen zu führen. Und deswegen zieht er dann auch 1838 nach Bremen, um dort bei einem Großhandelskaufmann eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Da bleibt er dann auch erstmal 3 Jahre lang, bis Herbst 1841. Und man kann sagen, in dieser Zeit in Bremen, da macht er sozusagen seine ersten politischen Schritte. Er liest viel, er kommt mit demokratischen, mit liberalen Ideen in Kontakt. Wir sind ja damals in Deutschland in der Zeit des Vormärz. Das heißt, das ist die Phase, in der das Bürgertum aufstrebend ist, die liberale Bourgeoisie sich gegen diese ganze feudale aristokratische Ordnung stellt, die ja nach dem Wiener Kongress von 1815 restauriert worden ist von den alten Mächten in Europa. Und Engels beginnt dann eben, sich mit solchen ja durchaus revolutionären Ideen zu beschäftigen, macht dabei viele Umwege auch, beginnt erste Texte in entsprechenden Publikationen zu veröffentlichen. Und da war damals ziemlich viel dabei. Ja. Also er hat
Gedichte geschrieben, Dramen, Aufsätze, Literaturkritiken, aber noch nichts wirklich Sozialistisches. Es gibt einen ziemlich bekannten Text aus der Zeit, aus dem will ich gleich auch mal was zitieren, der heißt Briefe aus dem Wuppertal von 1839. Das heißt, da ist Engels ganz jung, als er den Text schreibt, 19 Jahre alt. Und da rechnet er sozusagen ziemlich polemisch so mit dem ganzen streng religiösen, miefigen Umfeld seiner Heimat ab. Und da thematisiert er auch schon soziale Fragen. Also da ist durchaus schon was vorgezeichnet, was später nochmal bedeuten wird in seinem ganzen Wirken. Und da möchte ich mal eine bekannte Textstelle daraus vorlesen, die lautet, Zitat, es herrscht ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen, besonders den Fabrikarbeitern im Wuppertal. Syphilitische und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glauben ist. In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf. Bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt. Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen. Und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, das bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht. Das ist natürlich schon eine ziemlich schöne Abrechnung damit. Ja. Also er zeigt auch so die ganze Doppelzüngigkeit dieser pietistischen Fabrikanten auf, die auf der einen Seite ja sehr streng gläubig sind und irgendwie die Werte des protestantischen Christentums hochhalten, Barmherzigkeit und Nächstenliebe und so weiter und dann eben massiv auf Kinderarbeit setzen, so wie das ja in der Frühindustrialisierung in ganz vielen Ländern bei der Herausbildung des Kapitalismus eben der Fall gewesen ist. Und so macht Engels eben so seine ersten publizistischen Schritte. Und dann geht er weg von Bremen nach 3 Jahren, und zwar nach Berlin, von Herbst 1841 bis Ende 1842. Er ist da deshalb, weil er einen Wehrdienst ableistet bei der preußischen Armee, und zwar als einjährig Freiwilliger. Das heißt, er verpflichtet sich für ein Jahr. Das wird ihn sein Leben lang ein bisschen verfolgen, dieses ganze Militärthema, komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Und in Berlin jedenfalls beschäftigt er sich nicht nur mit Militärischem, sondern viel interessanter findet er eigentlich da die Universität. Da besucht er dann immer wieder, obwohl er kein Student ist, besucht er immer wieder Vorlesungen, gerät so ein bisschen in die intellektuellen Zirkel hinein, die es damals da gibt. Und da lernt er die Ideen der Junghegelianer kennen. Die Junghegelianer sind sozusagen so eine philosophische Richtung, die damals sehr en vogue war, könnte man sagen. Die gehen eben zurück auf Hegel, ein Berliner Philosophen, 1830 gestorben. Und die ist sehr religions-, teilweise auch sehr staatskritisch. Und aus deren Reihen gehen mit der Zeit einige hervor, aus den Reihen dieser Junghegelianer, die durchaus auch schon zu revolutionär-demokratischen Schlussfolgerungen gelangen. Längst nicht alle, und das ist auch nicht der Charakter der Bewegung an sich, aber es gibt einige. Und in dem Kontext sozusagen hält Engels sich ein bisschen auf. Unter den Freien nennt sich da eine Gruppe, und da veröffentlicht er auch weitere Arbeiten, auf die gehe ich jetzt nicht ein, das wird ein bisschen zu weit führen, aber da ist er so unterwegs und da erhält er auch weiter eine politische Prägung. Und dann beginnt er zu schreiben wieder für eine andere Zeitung, nämlich für die Rheinische Zeitung aus Köln. Das ist auch eine liberaldemokratische Zeitung, also wir sind immer noch nicht sozusagen beim Sozialismus. Aber hier haben wir die erste Verbindung zu Marx. Denn Marx ist der Chefredakteur dieser Rheinischen Zeitung. Und da haben wir auch das erste Treffen zwischen Marx und Engels. Das fand nämlich nicht erst 1844 statt, wie das eben manchmal gesagt wird. Das fand schon im November 1842 statt. Und zwar in Köln, in den Redaktionsräumen der Rheinischen Zeitung. Und das soll sehr kühl verlaufen sein. Also Marx und Engels treffen sich, können nicht so wirklich was miteinander anfangen zu dem Zeitpunkt. Und ja, die wirklich weltverändernde Begegnung, die haben wir dann eben erst später, komme ich gleich drauf. Warum ist Engels überhaupt in Köln? Er ist, wie gesagt, Ende 1842 fertig mit seinem Wehrdienst, mit diesem Jahr als einjährig Freiwilliger. Und dann geht er nach Manchester ins väterliche Unternehmen für 2 Jahre. Da soll er dann arbeiten, Berufserfahrung sammeln und so weiter. Und auf der Durchreise ist er in Köln. Aber die nächsten 2 Jahre eben in Manchester. Und hier lernt er dann wirklich so das ganze Elend der modernen Industriearbeiterklasse kennen. Und zwar aus erster Hand. Er baut Kontakt zu den Arbeitern auf, er wandert durch die Elendsbezirke in Manchester mit ihren Arbeiterslums, wo die Leute in wirklich furchtbaren hygienischen Bedingungen auch hausen müssen. Er beginnt für Zeitungen zu schreiben, wie die von den Chartisten. Die Chartisten waren somit die erste englische Arbeiterorganisation, die sich auch für die sozialen und demokratischen Rechte der Arbeiterklasse eingesetzt hat damals. Und er lernt in Manchester seine spätere Frau kennen, Mary Burns, eine ganz einfache irische Textilarbeiterin. Und das prägt ihn alles schon sehr. Und er schreibt in der Zeit auch seine erste ökonomische Arbeit, nämlich die sogenannten Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. Das ist 1843. Die werden dann auch veröffentlicht in den deutsch-französischen Jahrbüchern, die in Paris von Karl Marx und Arnold Ruge rausgegeben werden, Februar 1844.
Und das ist deshalb interessant, vielleicht weniger als wegen dem Inhalt konkret, sondern deshalb, weil wir kennen ja sozusagen Marx als den großen Ökonomen. Ja, Marx ist der Autor des Kapitals, aber eigentlich ist die erste ökonomische Auseinandersetzung, die wir überliefert haben, also Auseinandersetzung mit ökonomischen Fragen von Marx oder Engels, ist nicht von Marx, sondern die ist von Engels. Und das, obwohl Engels 2 Jahre jünger ist. Das ist eben, sind eben diese Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie. Und es war später auch Engels, der Marx überhaupt erst dazu gebracht hat, sich mit ökonomischen Fragen eingehender zu beschäftigen und der ihm gesagt hat, sozusagen das Philosophieren schön und gut, aber um die heutige Welt zu verstehen, wie sie eben damals war, muss man sich mit den ökonomischen Fragen beschäftigen, die großen Ökonomen studieren und so weiter. Und genau, eine weitere Schlussfolgerung oder sozusagen Resultat aus dieser Lebensphase von Friedrich Engels ist eben, dass er 2 Jahre später seine Lage der arbeitenden Klasse in England veröffentlicht. Also 1845 kommt das Buch raus, was auch eine absolut geniale Schilderung ist der Lebensverhältnisse des englischen Proletariats zu der Zeit. Gilt ja auch heute noch so als ein Standardwerk der empirischen Sozialforschung, ein Pionierwerk. Ist auch absolut zu empfehlen, das zu lesen. Ja, er bleibt wie gesagt 2 Jahre in Manchester und dann kehrt er zurück nach Barmen. Und auf der Rückreise von Manchester nach Barmen kommt er in Paris vorbei. Und da haben wir dann wirklich diese weltverändernde Begegnung. Also da treffen sich Marx und Engels dann nochmal und da klappt es sozusagen. Da diskutieren sie tagelang und dann stellen sie ihre vollständige Übereinstimmung fest in den wichtigsten Fragen. Und ab da beginnt sozusagen eine lebenslange persönliche Freundschaft, politische Zusammenarbeit. Schon wenige Monate später veröffentlichen die beiden ihre erste gemeinsame Schrift, die Heilige Familie, Anfang 1845. Da brechen sie mit vielen alten hegelianischen Ideen. Sie bauen kurze Zeit später erste lokale kommunistische Zirkel auf, sind zu dem Zeitpunkt sozusagen schon vollständig auf materialistische und auf kommunistische Ideen übergegangen. Sie treten im Sommer 1847 dem Bund der Gerechten bei. Das ist so eine frühe Handwerkerorganisation, die sich unter ihrem Einfluss auch politisch verändert, wird dann im Bund der Kommunisten umbenannt und ist sozusagen die erste internationale proletarische Partei. Hat also verschiedene Gemeinden, hat man es damals genannt, praktisch Ortsgruppen in verschiedenen Ländern. Und da werden eben radikale Elemente der Arbeiterschaft, versammeln sich da. Und aus der Zeit haben wir auch einen Brief von Engels, wo er, finde ich, die Ziele der Kommunisten sehr, sehr schön darlegt, in sehr, sehr kurzen Punkten. Da schreibt er eben in 3 Punkten, was sind sozusagen die Ziele der Kommunisten. Und er schreibt erstens, die Interessen der Proletarier im Gegensatz zu denen der Bourgeois durchzusetzen. Zweitens, dies durch Aufhebung des Privateigentums und Ersetzung desselben durch die Gütergemeinschaft zu tun. Und drittens, kein anderes Mittel zur Durchführung dieser Absichten anzuerkennen als die gewaltsame demokratische Revolution. Und ich finde, im Grunde genommen könnte man das vielleicht nicht genau im Wortlaut, aber vom Inhalt her können wir das ja heute genauso sagen. Das ist absolut aktuell geblieben. Was wollen wir denn als revolutionäre Sozialistinnen und Sozialisten anderes als erstens, wir wollen die Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung, der arbeitenden Klasse im Gegensatz zu den Chefs und den Besitzern der Banken und Konzerne durchsetzen, also gegen die Reichen. Wir sind der Meinung, dass das sozusagen dadurch funktioniert, dass man die wirtschaftliche Macht der Reichen bricht, die wirtschaftliche Macht der Banken und Konzernbosse. Das heißt, wir wollen das Privateigentum in der Wirtschaft aufheben und die großen Banken und Konzerne in öffentliches Eigentum überführen. Und drittens, wir sind nicht der Meinung, dass man das dadurch tun kann, dass man den jetzigen Staat und die jetzige Marktwirtschaft mit ihren jetzigen Gesetzen und Polizei, Justiz und so weiter einfach von innen heraus immer weiter umformt, bis wir den Zustand erreicht haben, den wir gut finden, sondern wir sind schon der Meinung, das braucht eine grundlegende Umgestaltung, eine revolutionäre Umgestaltung. Und das ist eben der 3. Punkt, den Engels dann nennt. Wie gesagt, ich finde die 3 Punkte, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt im Wortlaut, aber vom Inhalt her ist das absolut in jeder Hinsicht aktuell geblieben. Dann machen wir noch einen kleinen Sprung, Frühjahr 1848. Da brechen dann europaweit bürgerliche Revolutionen aus. Engels und Marx wittern da auf ihre Chance, begeben sich nach Köln ins Rheinland und dort bauen sie eine revolutionäre Tageszeitung auf, die Neue Rheinische Zeitung, von der erscheinen dann bis Mai 1849 insgesamt 301 Nummern. Und da macht sich Engels, da ist er in der Redaktion mit weiteren Mitgliedern des Bundes der Kommunisten, Karl Marx ist der Chefredakteur, und da macht er sich wirklich einen Ruf, also Engels als Experte für militärische Fragen, korrespondiert er über vieles, aber eben auch über Militärfragen. Er schreibt 1849 ganz geniale Artikel über die Revolutionskämpfe in Ungarn, wo es eben auch eine bürgerlich-demokratische, also bürgerlich-demokratische Kräfte gibt, die dann von Russen, also vom zaristischen Russland niedergeschlagen werden, von russischen Truppen. Und da sagen manche Leute, das ist so genial geschrieben, dass zu der Zeit haben eben Leute vermutet, das kann ja nur jemand geschrieben haben, der selbst vor Ort ist oder der selbst irgendwie höhere militärische Einsichten hat, weil er irgendwie in einem Generalstab ist oder sowas. Aber es war Engels.
Und da merkt man eben, dass das wird sich durch sein ganzes Leben ziehen. Also er war 1841, 42 eben in der preußischen Armee für ein Jahr. 1849 ist er eben sozusagen direkt an militärischen Kämpfen beteiligt, komme ich gleich kurz drauf. Und später beschäftigt er sich ganz intensiv in den 1850er, 60er Jahren mit militärwissenschaftlichen Fragen, stellt da verschiedene Studien auf, macht Artikel dazu und so weiter. Zwischenzeitlich in dieser Zeit, 1848, 1849, muss Engels auch mal flüchten. Er wird gesucht nach September 1848 in Köln. Er geht dann nach Frankreich, geht von da aus dann in die Schweiz. Da bleibt er dann ein paar Monate. Da hat er auch einen ganz schönen Text drüber geschrieben, der heißt Von Paris nach Bern. Da schildert er dann so seine Wanderung zu Fuß durch den Westen Frankreichs, Osten Frankreichs in die Schweiz. Ist auch sehr amüsant zu lesen. Er kehrt zurück nach Köln, Januar 1849, schreibt weiter für die Neue Rheinische Zeitung. Das ändert aber alles nichts. Im Sommer 1849 wird diese Revolution niedergeschlagen und scheitert. Und dann gibt es noch mal eine letzte Erhebung, vor allem in der Pfalz und in Baden, im Südwesten von Deutschland. Und da nimmt Engels eben ganz aktiv dran teil, mit diesen aufständischen Truppen. Er nimmt sogar selber an Gefechten teil. Und mit ihm tun das auch weitere Mitglieder des Bundes der Kommunisten. Er hat dann später, ein Jahr später, auch eine Artikelreihe darüber geschrieben, die heißt die Deutsche Reichsverfassungskampagne, wo er sich eben damit auseinandersetzt mit dieser mit diesem badisch-pfälzischen Aufstand. Und da schreibt er an einer Stelle sehr schön, Zitat, die Partei des Proletariats war ziemlich stark in der badisch-pfälzischen Armee vertreten, besonders in den Freikorps, wie im unsrigen, in der Flüchtlingslegion und so weiter. Und sie kann ruhig alle anderen Parteien herausfordern, auf nur einen einzigen ihrer Angehörigen den geringsten Tadel zu werfen. Die entschiedensten Kommunisten waren die couragiertesten Soldaten. Und da sind auch einige sozusagen führende Mitglieder des Bundes der Kommunisten sogar tatsächlich gefallen, also zum Beispiel Josef Moll, ein bekannter Uhrmacher aus Köln, der Führungsmitglied des Bundes der Kommunisten war, der da in einem Gefecht verstorben ist. Und wie gesagt, Engels war ganz vorne mit dabei. Also hier sehen wir wieder so diese militärische Frage, die zieht sich eben durch Engels Leben mit hindurch. Er wurde dann später auch unter Freunden immer der General genannt oder auf Englisch der General, weil er eben ja, so ein Renommee hatte als Militärexperte. Aber wie gesagt, die Revolution scheitert, auch dieser badisch-pfälzische Aufstand wird von preußischen Truppen niedergeschlagen, von der feudal-aristokratischen Reaktion. Und Engels und Marx gehen beide nach England, weil das ist damals das Land, wo es Versammlungsfreiheit gibt, wo es noch ein gewisses Maß an demokratischen Rechten gibt, eine sehr fortschrittliche Entwicklung. Da gehen sie ins Exil. Die bleiben erstmal in London, aber ein Jahr später geht Engels nach Manchester. Und zwar wieder in die Firma seines Vaters und arbeitet. Und da beginnt praktisch die ganz klassische Aufgabenverteilung, die einige vielleicht eben kennen, die man auch immer wieder hört. 20 Jahre lang arbeitet Engels praktisch in Manchester, schickt dann der immer am Rande des Existenzminimums lebenden Familie Marx in London wöchentlich Geld. Marx und Engels sehen sich nur noch alle paar Monate bei gegenseitigen Besuchen, aber sie schreiben sich fast täglich Briefe, die sozusagen unser wichtigstes Zeugnis sind für all das, was in der Zeit biografisch bei beiden passiert ist. Und Marx arbeitet eben an seinen ökonomischen Studien in dieser Zeit, 1850er, 60er Jahre, schreibt unzählige Manuskripte und Engels unterstützt ihn mit journalistischen Arbeiten, mit Artikeln, die werden dann unter Marxens Namen veröffentlicht, damit Marx das Geld bekommt. Aber wie gesagt, Marx hat eben keinen Beruf so richtig, er kann nur vom Schreiben leben. Die schreiben zum Beispiel Artikel also für alle möglichen Presseorgane, für die New York Daily Tribune, vor allem die damals größte Tageszeitung der Welt, die in New York erscheint. Und da schreiben sie eben ganz viele Artikel. Engels schreibt viele davon, aber eben erscheinen als Artikel von Karl Marx dort oder als redaktionelle Artikel. Und Engels schreibt eben eigene Artikel, militärische Analysen und so weiter zur europäischen Politik, wie gesagt. Vielleicht als eine persönliche Anekdote aus der Zeit. Die beiden hatten eigentlich, oder wir wissen eigentlich von zwei Gelegenheiten, aber von dieser eine ist die, die wir am besten kennen, wo sie wirklich mal Streit hatten, also Marx und Engels. Das war im Januar 1863. Da ist es so, dass ganz, ganz plötzlich die Frau von Friedrich Engels, Mary Burns, ich hatte sie ja vorher einmal erwähnt, dass sie stirbt, seine Lebensgefährtin. Das teilt der Engels dann Marx mit in einem Brief, ganz traurig, natürlich niedergeschlagen. Es ist nicht so, dass sie irgendwie nach langem Siechtum gestorben ist, sondern ganz, ganz plötzlich. Und dann antwortet Marx dem Engels auf diese Nachricht über den Tod von Mary Burns. Zitat, lieber Engels, die Nachricht vom Tode der Mary hat mich ebenso überrascht als bestürzt. Sie war sehr gutmütig, witzig und hing fest an dir. Mag der Teufel wissen, dass nichts als Pech jetzt in unseren Kreisen sich ereignet. Ich weiß auch absolut nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Meine Versuche in Frankreich und Deutschland Geld aufzutreiben sind gescheitert und es war natürlich vorherzusehen, dass ich mit 15 Pfund die Lawine nur ein paar Wochen abhalten konnte und so weiter und so fort. Also er schreibt eigentlich zwei Sätze. Er sagt, ne,
hat mich jetzt sehr bestürzt, dass die Mary tot ist. Sie war auch sehr gutmütig und witzig und sie hing fest an dir. Apropos, das Geld reicht mir wieder vorne und hinten nicht. Alle meine Versuche, Geld aufzutreiben, sind gescheitert und damit fährt er ewig fort. Das ist natürlich recht unsensibel. Engels hat darauf erstmal 5 Tage überhaupt nicht geantwortet und dann hat er ihm nach 5 Tagen geschrieben, lieber Marx, du wirst es in der Ordnung finden, dass diesmal mein eigenes Pech und deine frostige Auffassung desselben es mir positiv unmöglich machten, dir früher zu antworten. Alle meine Freunde, einschließlich Philister-Bekannte, haben mir bei dieser Gelegenheit, die mir wahrhaftig nahe genug gehen musste, mehr Teilnahme und Freundschaft erwiesen, als ich erwarten konnte. Du fandest den Moment passend, die Überlegenheit deiner kühlen Denkungsart geltend zu machen. Also, der war schon sehr enttäuscht. Und das war schon eine richtige Belastungsprobe für die beiden. Aber ein paar Briefe später haben sie sich dann wieder vertragen. Das vielleicht so als eine persönliche Geschichte nebenher. Es gibt noch ein paar weitere, weil in der Zeit ist natürlich politisch für Engels jetzt nicht direkt viel passiert. Es gab eine lange Phase der Reaktion in den 1850er Jahren. Die fing dann erst Anfang der 1860er Jahre an, ein bisschen aufzubrechen, als dann bürgerlich-demokratische Bewegung, revolutionäre Bewegung wieder Fortschritte gemacht hat. 1864, Gründung der ersten Internationale und so. Aber ansonsten hat Engels da eben weite Teile seines Tages damit verbracht, eben arbeiten zu gehen, Artikel zu schreiben und so weiter. Und was er sonst noch gemacht hat, war eben, er war ein leidenschaftlicher Reiter in Manchester, er hatte ein Pferd, hat sehr gerne geritten. Dann, da müssen die Tierrechtler ganz, ganz starke Nerven haben, er war ein leidenschaftlicher Fuchsjäger. Er hat sich an Fuchsjagden beteiligt, das ist ja in England so ein durchaus auch ein bisschen aristokratisches Ritual, dass es da so Hetzjagden mit Hunden und Pferden auf Füchse gibt. Hat er auch sehr gern gemacht. Da hat der Marx ihm auch in Briefen dann seine Sorge ausgedrückt, nicht, dass Engels da irgendwie sich verletzt bei einem Reitunfall, das kann ja recht schlecht ausgehen. Engels war ein leidenschaftlicher Weinliebhaber, er hat ganze Kisten an französischem Wein geschickt an die Familie Marx, beispielsweise bei Krankheiten der Marx-Töchter hat er gerne französischen Wein geschickt. Und er war aktiv in der Schiller-Anstalt. Ja, der Friedrich Engels war ein großer Fan von Friedrich Schiller, dem deutschen Literaten, dem Zeitgenossen von Goethe. Da war er aktiv bis die mal einen Karl Vogt eingeladen haben, diese Schiller-Anstalt, um da einen Vortrag zu halten. Und das war der Karl Vogt, gegen den Karl Marx mal 1860 seine Polemik geschrieben hat, Herr Vogt. Das war ein bonapartistischer Agent, also ein französischer Agent aus der Zeit, der in der revolutionären Bewegung so sein Unwesen getrieben hat. Heute würde man sagen, so eine Art V-Mann. Und dann hat der Engels dann berichtet an den Marx in einem Brief, wie er eben an die Schiller-Anstalt geschrieben hat, Leute, ich bin raus hier. Und da schreibt er dann eben auch auf den Marx, die haben das Schwein Vogt hierher eingeladen und er endet dann den Brief mit, das Schwein kommt morgen. Er war also kein Fan von. Später war er noch mal ganz kurz in der Schiller-Anstalt aktiv, aber mit seinem Umzug erledigt sich das, weil im September 1870, 20 Jahre später, da zieht Engels zurück nach London. Er steigt mit einer hohen finanziellen Abfindung aus dem Unternehmen in Manchester aus. Und da ist es wichtig, noch was dazu zu sagen, weil was ja immer wieder gesagt wird, ist, Engels war ja Kapitalist. Das wird so gesagt und das wird dann immer in den Raum gestellt, um mal sinnvollere und mal weniger sinnvolle Argumente damit machen zu wollen. Es ist aber schon so, was unbestreitbar ist, ist natürlich, Engels ist in eine Familie von Unternehmern hereingeboren worden. Also sein Vater war Unternehmer, war Großbürger. Und er wollte, dass Engels den Weg auch geht, also der Friedrich Engels, der junge Friedrich Engels. Aber im Grunde genommen war Engels überhaupt nur eine ganz kurze Zeitspanne wirklich Teilhaber an diesem Unternehmen, nämlich nach dem Tod seines Vaters 1860 bis 1869, meine ich. Und da ist er eben mit einer finanziellen Abfindung rausgegangen aus diesem Unternehmen. Und er hat den Rest seines Lebens vom angesparten Vermögen gelebt, das er aus dieser Zeit hatte, also sozusagen von dieser Abfindung. Er hat dem Peter Ehrman praktisch, dem Geschäftspartner seines Vaters, seine Anteile dann überlassen nach dem Tod des Vaters. Das heißt, Kapitalist im eigentlichen Sinne war Engels eigentlich nur für einen Zeitraum von knapp 10 Jahren, das auch eher widerwillig und eben nur, weil er schon als 40-jähriger Mann diese Anteile geerbt hat und die sozusagen vorher zwischen 1842 und 1844, zwischen 1850 und 60 war er praktisch Angestellter in der Firma. Natürlich als Sohn des Inhabers ist das was anderes als normaler, weiß ich nicht, als jemand, der da von außen reinkommt, aber der hat dann im Grunde genommen, wie gesagt, kaufmännische Tätigkeiten erledigt. Der hat da Buchführung, Rechnungsführung gemacht und so weiter. Er hat sich immer wieder beschwert, er hat den Job wirklich nicht gemocht, er hat sich immer gesagt, das ist hündischer Kommerz und er hat alles dafür getan, so schnell es geht, daraus auszusteigen. Das heißt, das mit dem Engels war Kapitalist ist so eine Sache, die man... Also da stellt man sich, glaube ich, was anderes drunter vor, wenn das gesagt wird, als das, was es in der Realität eben gewesen ist. Weil er, wie gesagt, streng genommen war er Kapitalist für einen Zeitraum von knapp 10 Jahren und da wollte er immer raus und hat das auch als Problem gesehen. Naja, er kehrt also zurück nach London 1870, nach 20 Jahren in Manchester.
Und dann in den letzten 25 Jahren seines Lebens, also von der Rückkehr nach London 1870 bis 1895, da hat Engels nochmal eine wirklich bedeutende politische Rolle gespielt. Er hat also sozusagen vor allem die Arbeit geleistet, die Anschauungen von Marx und ihm, dass er die entwickelt hat zu sozusagen einem einheitlichen System von philosophischen, politischen, ökonomischen Auffassungen. Das hat er sozusagen geformt. Und die wichtigste Schrift, die er sozusagen in dem Zusammenhang geschrieben hat, ist seine Artikelserie Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft, die man besser kennt unter ihrem Kurztitel Anti-Düring, die er geschrieben hat 1876 bis 78 im Berliner Vorwärts, also in der Zeitung der damals sozialistischen Arbeiterpartei in Deutschland. Und Eugen Düring, das war praktisch ein Privatgelehrter, der hat, ich sag mal, sozialistische Theorien aufgestellt in den 1870er Jahren. Die haben zeitweise Verbreitung gefunden in der deutschen Arbeiterbewegung und die drohten zu einer wirklich ernstzunehmenden Konkurrenz zu werden für den wissenschaftlichen Sozialismus von Marx und Engels. Und darauf hat Engels dann eben geantwortet mit einer wirklich umfassenden, alle Gebiete der Naturwissenschaften, der politischen Ökonomie, der Geschichte streifenden Polemik. Und da wird wirklich die neue Weltanschauung für breite Teile der Arbeiterschaft in Deutschland erstmals systematisch ausgearbeitet. Und das heißt, was Engels gemacht hat in den 1870er und 80er Jahren, ist vor allem, dass er den Marxismus wie kein zweiter, also man könnte vielleicht sagen, dass nach seinem Tod, also nach Engels Tod, Karl Kautsky die Rolle nochmal für eine ganze Zeit spielen konnte, aber er hat den Marxismus wirklich popularisiert, er hat ihn einem Massenpublikum zugänglich gemacht. Das hat er mit verschiedenen Schriften gemacht, aber der Anti-Düring ist ein ganz bedeutender Teil davon. Eine Kurzfassung vom Anti-Düring, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft 1880, ist ja zum Beispiel auch in unserem Theoriebuch, das wir als Linksjugend NRW rausgegeben haben, abgedruckt. Also es ist bis heute eine wirklich bekannte Schrift und der hat viel geleistet dafür, Friedrich Engels, dass man den Marxismus eben so kennt, wie wir ihn heute kennen. Eine weitere wichtige Sache, die Engels sozusagen in dieser Spätphase in London dann nochmal gemacht hat, ist, dass er eben die beiden noch ausstehenden Bände des Kapitals von Karl Marx, dass er die herausgegeben hat. Marx ist ja gestorben 1883 im März und er konnte bekanntlich zur Lebzeit nur den ersten Band herausgeben, 1867. Ist dann auch eine zweite deutsche Auflage erschienen, 1872. Aber die anderen Bände und ein viel umfassenderes ökonomisches Werk, das er hinterlassen hat, das konnte er gar nicht herausgeben zu seinen Lebzeiten. Und Engels hat dann eben die Aufgabe sozusagen geleistet und bewerkstelligt, dass er diese umfassenden ökonomischen Manuskripte von Marx, dass er sie nach seinem Tod systematisch aufbereitet hat, entziffert hat, geordnet hat, zusammengestellt und dann eben herausgegeben hat und veröffentlicht hat. Und das ist keine so einfache Aufgabe gewesen, denn Marx hatte ja, der hatte eine ganz fürchterliche Handschrift, man konnte das ganz schwer lesen, das war auch für Außenstehende ganz schwer zu entziffern. Engels hat das eben gemacht. Ich hatte mal für ein altes Referat, hatte ich das mal ausgedruckt. Ich halte das mal so hier hin, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Das ist eben so eine Handschriftseite, natürlich kopiert, sozusagen aus ökonomischen Manuskripten von Karl Marx, das Manuskript 1861 bis 63. Und also selbst wenn ihr euch das mal näher anschaut, davon gibt es ja auch Bilder online, das ist ganz, vieles ist durchgestrichen, vieles ist ganz, ganz schwer zu lesen, vieles muss unterschiedlich zusammengestellt werden. Und das hat Engels dann eben, damit hat er sich jahrelang beschäftigt, um eben die ausstehenden Bände des Kapitals herausgeben zu können. Er hat dann herausgegeben 1883 die dritte deutsche Auflage des ersten Bandes, hat herausgegeben 1887 gab es eine englische Übersetzung, da hat er drauf geschaut, auch wenn er nicht selber der Übersetzer war, hat 1885 den zweiten Band des Kapitals herausgegeben, 1890 die vierte deutsche Auflage des ersten Bandes, die heute noch die Grundlage für die meisten bekannten Kapitalfassungen in Deutschland ist, 1893 gab es eine zweite Auflage vom zweiten Band und 1894 dann schließlich den dritten Band. Ja, und das war viel Arbeit. Das hat ihn praktisch die gesamte Zeit nach Marxens Tod, hat er ihm größtenteils diese Arbeit sozusagen bei der Herausgabe der noch ausstehenden Bände des Kapitals und ökonomischen Manuskripte von Marx gekostet. Und da kann man auch auf eine politische Debatte eingehen, die es öfter mal gibt, wenn es um Friedrich Engels geht. Sozusagen in der Marx-Engels-Forschung, da gibt es sozusagen das sogenannte Marx-Engels-Problem. Es gibt nämlich bestimmte Richtungen, zum Beispiel die sogenannte neue Marx-Lektüre, wem das nicht sagt, das ist gar nicht mal so schlimm, ist auch besser so, die werfen Engels praktisch vor, er hätte die Ideen von Marx verflacht und vulgarisiert. Und die stellen praktisch die Frage, können wir uns denn sicher sein, dass das sozusagen, was Engels als Marxismus ausgegeben hat oder wie Engels beispielsweise diese ausstehenden Kapitalbände ediert hat, dass das wirklich dem entspricht, was Marx auch selber wollte und dass es seinen Absichten entsprach.
Und ich finde, dazu muss man, und dann wird dann eben immer so konstruiert, naja, aber eigentlich wollte Marx auch was ganz anderes. Und praktisch Engels ist der Böse, weil eigentlich hat Engels das dann eben alles so verfälscht und alles, was wir heute kennen und was irgendwie dann diese Leute Marxismus blöd finden, das schieben sie dann Engels in die Schuhe. Und das ist eben, finde ich auch nicht richtig, weil es ist doch, denke ich mal, so, dass immer, wenn du versuchst, komplizierte Sachverhalte, und der Marxismus ist ein komplizierter Sachverhalt, wenn du das versuchst, methodisch erfolgreich an Leute weiterzugeben und das zu vermitteln, dann muss derjenige, der das vermittelt, dann muss das auch tiefgründig verstanden haben, das, was er darlegt. Wir können schon davon ausgehen, dass Engels nicht auf der Grundlage von Vermutungen oder von Halbwissen oder sowas gearbeitet hat. Und außerdem hat er ja einen direkten Anteil an der Ausarbeitung des Marxismus gehabt. Und es ist natürlich auch so, das sollte man in dem Zusammenhang auch immer sagen, der Marxismus richtet sich ja nicht als Adressaten an irgendwelche Uniprofessoren oder an irgendwelche Akademiker, sondern er richtet sich an Arbeiterinnen und Arbeiter. Und was ist Negatives daran, wenn man versucht, sozusagen eine Anschauung verständlich zu machen und zu popularisieren? Und in der Hinsicht hat Engels, wie gesagt, ganz, ganz Großartiges geleistet. Also ich finde, diese Popularisierung des Marxismus, die Engels vorgenommen hat, die ist extrem wichtig dafür, dass wir den Marxismus heute uns auch gut aneignen können. Aber dazu sage ich am Ende auch nochmal ganz kurz was. Ja, der alte Friedrich Engels praktisch, der ist dann in den wachsenden Massenparteien der Zweiten Internationale 1880er Jahre, frühe 1890er Jahre, eine richtig respektierte Führungsfigur. Er ist praktisch das lebendige Bindeglied in die frühen Entstehungsphase der Arbeiterbewegung. Er gibt verschiedene Texte heraus, er schreibt Vorworte zu Texten, er koordiniert so die internationale Bewegung mit. Und er stirbt schließlich am 5. August 1895 in London im Alter von 74 Jahren. Und er hinterlässt, das ist auch eine interessante Info, ein Reinvermögen, das nach heutigem Wert ca. 2,8 Millionen Euro entspricht. Das spendet er aber größtenteils. Also er übergibt das an die Marx-Töchter, an die beiden, die damals noch gelebt haben, also Laura und Eleanor, und an die deutsche Sozialdemokratie. Also August Bebel und Paul Singer als Vertreter des Parteivorstandes der SPD, die erhalten eben den größten Teil von diesem Geld. Und auch die Manuskripte von Marx und Engels, also ganz, ganz vieles von dem, was sie geschrieben haben, das wir heute kennen, haben sie ja nicht selbst veröffentlicht, sondern das ist eben nur in Manuskriptform überliefert. Und das geht eben auch ans Sozialdemokratische Parteiarchiv in Berlin, wird dann aber größtenteils erst in den 1920er, 1930er Jahren im sowjetischen Arbeiterstaat herausgegeben. Also in einer russischen Werkausgabe in 28 Bänden und einer unvollendet gebliebenen Gesamtausgabe. Ja, was ist so das Fazit, das man ziehen kann aus diesem Leben von Friedrich Engels? Man muss schon sagen, ohne Engels würde es keinen Marxismus geben. So einfach. Also Engels hat sozusagen, er hat Marx auf die Beschäftigung mit politischer Ökonomie gebracht. Er hat im Grunde genommen durch 20-jährige Selbstaufopferung in einem Job, den er wirklich nicht gern gemocht hat, überhaupt dafür gesorgt, dass Marx in Ruhe an seinen ökonomischen Werken arbeiten konnte. Er hat den Marxismus popularisiert, er hat ihn einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Er war ganz führend daran beteiligt, dass der Marxismus sich in der Arbeiterbewegung durchgesetzt hat. Das war nämlich nicht unumstritten. Ja, dass, als die Arbeiterbewegung entstanden ist, gab es verschiedene konkurrierende ideologische Strömungen. Und dass der Marxismus da sozusagen als siegreich hervorgeht in den meisten Ländern, war kein geschriebenes Gesetz, sondern Engels hat dafür ganz aktiv gewirkt. Und vor allem hat Engels ganz bedeutende marxistische Werke verfasst. Ja, also Engels ist derjenige, der geschrieben hat, die Lage der arbeitenden Klasse in England. Grundsätze des Kommunismus, der Deutsche Bauernkrieg, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, Dialektik der Natur, Anti-Düring, Ursprung der Familie. Man könnte noch viel, viel mehr aufzählen. Und es gibt eben viele, die sagen, also Engels hatte die Gabe, sehr verständlich zu schreiben, stilistisch auch schön zu schreiben, modern zu schreiben. Und es gibt einige, die sagen, dass Engels Texte sogar angenehmer zu lesen, leichter zu verstehen sind als Marx Texte. Ich würde aber persönlich sagen, dass das schon eine Frage des Gegenstandes ist. Also Engels Dialektik der Natur zum Beispiel, ein riesiges überliefertes Manuskript, wo er sich in den 1870er Jahren mit ganz vielen Aspekten der modernen Naturwissenschaften auseinandergesetzt hat, versucht hat, die dialektische Denkweise darauf anzuwenden. Das ist jetzt nicht per se leichter zu verstehen oder verständlicher geschrieben als beispielsweise der 18. Primär des Louis Bonaparte von Karl Marx, ein historisches Werk, wo er sich mit Klassenkämpfen in Frankreich auseinandersetzt im Zuge der Revolution von 1848 und der folgenden Jahre. Also es ist schon eine Frage davon, sozusagen, was man dann genau liest. Aber da Marx eben vor allem in Erinnerung ist für das, was er ökonomisch geschrieben hat und das natürlich schwerere Sachen sind, kann man sozusagen schon dafür argumentieren, dass das von Engels tendenziell den leichteren Einstieg bietet. Und das glaube ich schon. Also die Grundsätze des Kommunismus zum Beispiel sind so ein Vorentwurf des Kommunistischen Manifests. Die haben so ein Frage-Antwort-Schema mit 25 Fragen und Antworten, wo ganz, ganz leicht erklärt wird, was ist Kommunismus, was ist die Arbeiterklasse. Eignen sich meiner Meinung nach sogar fast noch besser zur gemeinsamen Lektüre als beispielsweise das Kommunistische Manifest.
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, hatte ich ja vorher schon einmal gesagt, ist wahrscheinlich die kürzeste und beste Gesamtdarstellung, die man sozusagen von Entstehung und Inhalt des wissenschaftlichen Sozialismus bekommen kann. Nicht umsonst, wie gesagt, in dem Theoriebuch von der Linksjugend NRW drin. Engels hat geniale historische Texte geschrieben. Da würde ich empfehlen, sowas wie also Revolution und Konterrevolution in Deutschland 1852, ist eine Artikelserie, die er beschrieben hat über sozusagen die gesamte Geschichte der Revolution von 1848 im deutschsprachigen Raum. Auf 100 Seiten erfährt man da praktisch alles darüber. Also da wird die materialistische Geschichtsbetrachtung ganz wunderbar angewendet. Die Klassenverhältnisse werden beleuchtet. Werden die Ursachen für das Scheitern der Revolution analysiert. Alles sehr verständlich und gut geschrieben. Also das ist absolut zu empfehlen. Und ich glaube, man muss einfach sagen, dass Friedrich Engels untrennbar zum Marxismus dazugehört und dass wir gut daran tun, seine eigenen Empfehlungen nicht zu folgen. Friedrich Engels hat nämlich immer gesagt, er hat sozusagen die zweite Violine gespielt hinter Marx. Er hat seine eigene Rolle immer ein bisschen hinter die von Marx zurückgestellt, hat gesagt, Marx ist der große Denker und ich habe ihm nur geholfen. Aber im Grunde genommen ist es schon wichtig, dass man Engels liest, dass wir versuchen, von dem zu lernen, was er geschrieben hat, und dass wir versuchen, die von ihm und Marx begründete Lehre auch anzuwenden und dass wir so ausgerüstet den Kampf um Sozialismus und Kommunismus weiterführen. Und damit bin ich sozusagen erstmal durch. Und wer offen für alle Fragen und Diskussionspunkte oder konkrete Nachfragen zu irgendetwas, das es sonst noch so gibt.